Einen wunderschönen guten Abend und hallo. Ja, wir starten heute den nächsten Livestream. Es geht wieder auf große Tour in Italien mit unserem Scania von unserem lieben Andreas Schubert. Na, immer noch im Gedenken an ihn. Es wird auch, denke ich mal, so schnell nicht aufhören. Also bin ich ganz sicher. Es hat sich ein bisschen was verändert an meinem LKW. Ihr seht schon, ich habe jetzt zwei Auspuffpipes dran. Dann habe ich, ja, mir letztens jetzt mal überlegt, fahre ich Zweiachser, fahre ich Dreiachser. Habe mich jetzt entschieden auf drei Achsen. Dann habe ich hier jetzt mein Wohnhaus. Hier wohne ich offiziell. Also das Haus ist sozusagen mit Garage, Werkstatt. Ja, und halt auch eigenen Anhängerparkplatz, also wo man auch seinen Anhänger hinstellen kann. Und wir fahren heute wieder eine kleine Tour durch Italien. Und ich nehme euch mit. Ja, ihr könnt fleißig mitfahren, zugucken, wie ihr wollt. Ach ja, meine Ehefrau ist auch mit an Bord. Sitzt neben mir. Also im LKW. Also meine Standardlieferung, ich fahre immer zu IKEA. Die haben eine gute Auswahl, was Ware angeht. Fahre ich meistens nach Ancona und da hole ich dann meine Ware ab, also meine Lieferung ab. Die Zielführung wurde gestartet. Ja, habt ihr gehört, die Zielführung wurde gestartet. Jetzt fahren wir dahin, holen unsere Fracht ab. Schauen wir, wo es hingeht. Diese Ecke hier, die ist sehr knifflig, was mit dem LKW angeht. Muss man mal gucken. Ja, ist immer ein bisschen eng. Ja, gerade mit der Zugmaschine hier rauszukommen, ist halt, ja, nicht gerade einfach, sage ich mal. Aber es ist machbar. Ja, du. Ich habe schon gedacht, das knallt, aber es hat auch. Nach 200 Metern links abbiegen. Dürfen.
Pipesound drücken, auf 8 Sound. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Ja, beim nächsten Mal sagst du vorher Bescheid, bevor du ins Tor fällst. Und ich hoffe, das ist jetzt alles wieder eingestellt. Das hoffe ich, geht jetzt. Ich muss nur ganz kurz nochmal was umstellen gleich. Ganz kurz was umstellen hier, und zwar mal meine Tonausgabe ein bisschen lauter stellen, damit ich ein bisschen lauter bin. So, alles klar. So, jetzt kann ich ein bisschen lauter reden, damit man mich auch besser versteht. Kleinen Augenblick, das mache ich noch mal ganz kurz. Nee, das ist es nicht, was ich wollte. Ja, das wollte ich schon mal einmal. Kleiner Blick bitte. Ja, das passt eigentlich, ne? Schriftarten. Gut, das packen wir mal hier oben in die. Ach nee, nicht den ganzen Bildschirm, nicht den ganzen Bildschirm ausfüllen damit. Was ist denn das jetzt hier? Jetfenster. Das wollte ich eigentlich ein bisschen kleiner machen. So, das packen wir mal hier oben mit rein, das Jetfenster. So, und Zuschauerzahl. Genau. Ja. Ups. So. Alles gut. So, dann kann es weitergehen.
Dann rechts abfahren. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, jetzt sind wir bei IKEA. Was wir für einen Auftrag kriegen, wohin wir fahren sollen. Wir haben nur zwei Aufträge in Ancona, das ist ja wenig. Also in Ancona selber zu fahren ist langweilig, also nur jetzt in Ancona, das ist ankuppeln und gleich wieder zum nächsten Dings, das ist zu wenig. Wir gucken mal, ob wir mal ein bisschen weiter raus können. Nach Mannheim. Olbia. Olbia. Klagenfurt nach Österreich. 702 Kilometer. Genua, das ist auch Italien. Leere Paletten. Ja, fahren wir mal 532 Kilometer. Fahren wir nach Genua. Fahren wir Leergutpaletten. Dann fahren wir nach Genua. Die Zielführung wurde gestartet. Ja, schön.
erstmal einparken da. Da müssen wir rein. Hauptsache der LKW steht drin. Dann laden wir jetzt die Fracht auf. Und dann kann es losgehen nach Genua. So, Fracht ist drin. Die Zielführung wurde gestartet. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen.
Nach 200 Metern rechts abbiegen. Ach, schönen guten Abend, ein Zuschauer. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du zuguckst. Ist der Zuschauer auch wieder weg? Naja. So, wir haben jetzt offiziell 520 Kilometer. Also insgesamt 8 Stunden Fahrt. So, was ist jetzt mit dir da vorne? Rechts fahren, dann rechts abfahren. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen.
Nach 200 Metern rechts abbiegen. Nach 200 Metern links abbiegen. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen.
den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Die Route wurde neu berechnet. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Ihr kennt das Spielchen ja, bin sofort wieder da. Na, bis gleich. Ciao.
bin ich wieder. Bin wieder zurück. Ah, jetzt muss ich den Stuhl wieder richtig hinrichten hier. So, und dann kann es weitergehen. Und dann. Weiterführen hier. Noch mal kurz tanken. So. Fertig mit tanken. Und weiter geht's. So, aktuell noch 350 Kilometer. Rechts fahren, dann rechts abfahren.
war. Die Route wurde neu berechnet. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Aber das machen wir nicht.
dich mal nicht auf. Rechts fahren, dann rechts abfahren.
Toleranzgrenze. Ich hatte das eigentlich nur umgestellt auf 10 km/h Toleranzgrenze, aber ETS genehmigt halt nur 5 km/h. Abfahren. Ach, du bist auch eine. Ne? Sag mir doch Bescheid, wenn du dazwischen da warst. So, wir sind gleich da. Nach 200 Metern links abbiegen. Jawohl.
Nach 200 Metern rechts abbiegen. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Aha. Nach 200 Metern links abbiegen. Das ist hier das Industriegebiet hier drüben. Ach da. Ach, ist das geil. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Geben wir unsere Ladung ab und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
So, ich bin sofort wieder da, meine lieben Freunde. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Danke für die schönen Kommentare. Vielen, vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut, gerade vom Österreicher Berufskraftfahrer aus Leidenschaft. Moin. Danke, vielen Dank. Davon kriegst du von mir einen Daumen nach oben. Ja, ich würde mich natürlich jetzt freuen, wenn jetzt noch ein paar Zuschauer dazukommen, weil ich habe gerade beschlossen, der Livestream geht weiter. Ich wollte eigentlich jetzt aufhören, aber... Oh, jetzt ist ein Zuschauer dazugekommen. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserer Trauerfahrt im Gedenken an Andreas Schubert. Jo. So, und dann nehmen wir uns gleich mal eine nächste Tour, gucken, wo es hingeht. Wir haben einmal nach Salzburg, Motorkühler nach Kassel. Es geht zu... Oh, Villas Givani nach Italien. Kakao-Nussmilch. Aber... Ja, doch, komm. Wir gucken mal noch ein bisschen, was es noch gibt. Also es gibt hier noch mal nach Klagenfurt. Dann gibt es nochmal Zwiebeln. Und nach Parma, das ist einmal hier um die Ecke, das sind 205 Kilometer, da gibt es einmal Stoßdämpfer. Nee, ich würde mal sagen, wir fahren nach Villas Giovanni nach Italien bis runter an die Schuhspitze. Da fahren wir die Kakaomilch, die Kokosnussmilch. Die würde ich sagen, die fahren wir jetzt noch. Die sammeln wir jetzt noch ein. Ich weiß jetzt nicht, ich fahre zur Karte. Moment. Mal gucken. Ah ja, hier gleich nebenan. Das ist okay. Die Zielführung wurde gestartet.
Die Zielführung wurde gestartet. So, die Ladung ist drauf. Und es geht los. Wieder nach Italien zurück. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Ja. LKW reinlaufen lassen. Liter, 402 Euro bezahlt. Na super, Prost Mahlzeit. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Das heißt ja eigentlich nach Bella Italia, nicht Viva Italia. Entschuldigung, Bella Italia. So. Und schon wieder eine Mautstelle, werden wir gleich wieder Geld los. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Ja, nach 200 Metern rechts abbiegen. So, und offiziell sind es 1196 Kilometer. 16 Stunden Autobahnfahrt.
ihr seid live dabei. Rechts fahren, dann rechts abfahren.
Wagen wir jetzt schon gesehen haben. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare reinschreiben. Thank you.
Straße, also diese Autobahn, die hier lang führt, das ist die ganze Zeit Italien. Italien-Strecke. Und das ist wunderschön. Hier kommt jetzt ein Polizeiwagen ausschreiben. Landstraße, also wenn man diese Autobahn sieht und dann diese ganzen Bäume und Felder und diese ganze Umgebung, die hier lang läuft, könnte man richtig neidisch werden. Da könnte man richtig denken, so man ist im Urlaub. Aber gut, ich meine, man hat 40 Tonnen Schwerlast unterm Hintern. Na. Thank you.
Geld. Ja, die Italiener müssen ihre Autobahn ausbauen. Jetzt ordentlich hinsetzen. Ja, da. Auf. Zahlemann und Söhne machen hier. €13. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Ach nee. Echt?
Rechts fahren, dann rechts abfahren. Das fällt dir aber ziemlich spät ein.
Rechts fahren. Dann rechts abfahren. Gerade hops gegangen. Erst müssen wir mal einen Rastplatz finden, also das ist immer nicht so einfach. Weil die sind ja auch nicht so vertreten hier.
Parkplatz mehr. Ne? Ist ja scheiße. Meine Lenk- und Ruhezeit einhalten. Muss ja irgendwie Pause machen. Route wurde neu berechnet. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Ein paar Minuten danach.
bin ich wieder. Ja, kurzer Regenschauer. Und was bedeutet das? Wir können wieder LKW putzen. Da haben wir wieder die ganzen Wasserflecken drauf und alles Mögliche. Und wir können wieder LKW waschen. Auf die letzten paar Kilometer. Machen wir nochmal schön 426 Liter in den Tank gehauen. Und jetzt geht's. Letzten 312 Kilometer. Zu unserem Abladezielort. Thank you.
geschafft. Dann sind wir da. Die Route wurde neu berechnet. Ja, ja. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Ja, geht in Ordnung. Mach ich. Rechts abbiegen, ja. Und dem Straßenverlauf folgen. Ja. Keine Ursache, Madame. Dixbums, keine Ahnung.
Nach 200 Metern links abbiegen. Jawohl. Dem Straßenverlauf folgen, dann rechts abbiegen. Ja. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen, dann links abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sehr schön. Abladen. Da vorne habe ich gesehen, war ein Parkplatz. Da fahre ich jetzt noch mal hin. Thank you.
Ja, meine lieben Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch gefallen zuzugucken. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst einen Daumen nach oben, wer noch nicht abonniert hat, drückt den Abonnier-Button, drückt die Glocke, dann werdet ihr auch immer up to date sein, wenn was von mir kommt. Ich sage in dem Sinne, also sprich mit mir, meiner Beifahrerin, sage ich erstmal in dem Sinne, euch noch einen schönen Abend, es war schön. Wir haben zwei schöne Touren gefahren, waren auch sehr lange Touren, muss ich ganz ehrlich sagen, also bin jetzt auch ziemlich durchgeschwitzt und müde bin ich jetzt auch. Und ja, wir sehen uns dann sonst morgen wieder. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Und ja, bis dann, bis demnächst. Bleibt gesund und munter. Schlaft gut, ne? Wir sehen uns und hören uns die Tage wieder. Bis bald, euer Chris. Ciao, ciao.